بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Wir wollen heute inshallah ta'ala nach einer längeren Unterbrechung unsere Reihe über die Suren des Koran fortführen. Und konkret geht es uns ja in dieser Reihe darum, einen Überblick über die Suren des Korans zu verschaffen. Es geht weniger darum, einen ausführlichen Tafsir zu machen, weil das würde den Rahmen sprengen, um sich mit jeder Sure des Korans auseinanderzusetzen, sondern es geht vielmehr darum, dass wir verstehen, was Allah subhanahu wa ta'ala in jedem Abschnitt von den Abschnitten des Korans uns Muslimen sagen möchte. Sodass jeder Muslim einen Überblick hat über das, was der Koran eigentlich an Themen anspricht. Und dann kann man sich natürlich gerne im Nachhinein noch einmal, mashallah, ein goldener Mushaf. Und dann kann man sich natürlich gerne noch einmal im Nachhinein ausführlich mit den jeweiligen Suren beschäftigen. Bei den kleineren Suren können wir noch relativ detailliert auf die einzelnen Verse eingehen. Aber wenn es dann zu den größeren Suren kommt, wird das immer schwieriger und dann werden wir uns immer mehr auf die Struktur der jeweiligen Suren konzentrieren und vielleicht einige ausgewählte Verse aus den Suren anschauen, welche dann die jeweiligen Abschnitte wiedergeben, sodass wir einen Einblick erhalten in dieses Kapitel, was in sich geschlossen ist, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala uns eine ganz konkrete und bestimmte Botschaft übermitteln möchte. Und heute, insha'Allah ta'ala, beschäftigen wir uns mit Surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar, eine eindeutig mekkanische Sura. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um die Sura, welche, aber zunächst erst einmal zu Surat Al-Infitar, eine eindeutig mekkanische Sura, welche wahrscheinlich chronologisch gesehen Sura Nummer 82 ist. Es ist eine mekkanische Sura, aber sie gehört wahrscheinlich zu den eher spätmekkanischen Suren. Und das ist noch wichtig, wenn wir einen Vergleich starten wollen zwischen Surat Al-Infitar und die darauffolgende Sura, nämlich Surat At-Takwir, welche zu den eher frühmekkanischen Suren gehört, um zu verstehen, was konkret der Unterschied ist zwischen Surat At-Takwir und Surat Al-Infitar, die relativ ähnliche Themen ansprechen, wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala, und auch ähnlich eingeleitet werden. Surat Al-Infitar besteht aus 19 Versen nach allen Zählungen und ist eine jener Suren, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass derjenige, der den jüngsten Tag wie ein Augenzeuge bezeugen möchte, sich folgende Suren durchlesen sollte. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ إِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ und إِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ. Alle Suren, welche dir einen Einblick zu dem geben, was geschehen wird, wenn Allah subhanahu wa ta'ala Israfil in die Posaune stoßen lässt, damit der jüngste Tag eingeleitet wird. Zunächst erst einmal vollständige Zerstörung der Gesetzmäßigkeiten des Universums und danach ein Neubeginn, wo alles anders ist. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. An jenem Tag, wo die Erde mit einer anderen Erde ausgetauscht wird. Und auch die Himmel. Der jüngste Tag ist also nicht nur Zerstörung, sondern der jüngste Tag erläutert auch eine neue Phase ein. Es ist auf der einen Seite eine Zerstörung dessen, was wir kennen als Menschen auf dieser Erde und des jetzigen Universums.
Aber gleichzeitig ist der jüngste Tag auch ein Neubeginn für eine ganz neue Phase. Und genau dies ist es, womit sich auch unter anderem Surat al-Infitar beschäftigt. Sie beginnt erst einmal mit der Zerstörung, um dann aufzuzeigen, dass es dann erst richtig losgeht. Und dass dann erst das eigentliche Leben beginnt. Und diese Sura, sie beginnt mit 4 Versen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala uns Einblicke in den jüngsten Tag gibt. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in diesen ersten Versen: إِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ, wenn der Himmel sich spaltet, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, und wenn die Sterne zerstreut sind, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, und wenn die Meere über die Ufer treten, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, und wenn die Gräber ausgeräumt werden. Und im 5. Vers zeigt uns Allah Ta'ala auf, worauf er eigentlich hinaus möchte und was dann konkret geschehen wird. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Dann wird jede Seele wissen, was sie getan und was sie unterlassen hat. Das ist der erste Abschnitt dieser Sura. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er zeigt uns auf, der Beginn ist Zerstörung. Zerstörung des jetzt vorhandenen Universums. Aber selbst in dieser Zerstörung liegt wiederum eine Ordnung. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist nicht eine Zerstörung, wo alles einfach nur zerstört wird, ziellos, ohne Plan, sondern Allah Ta'ala ist derjenige, der diese Zerstörung des jetzigen Universums selbst begleiten wird und selbst einleiten wird, sodass selbst in dieser Zerstörung noch einmal deutlich wird, es gibt einen Schöpfer für dieses Universum, ohne den das Universum überhaupt nicht bestehen kann. Selbst wenn es zerstört wird. Es ist wie eine geplante Sprengung. Wenn ein Haus gesprengt wird oder beispielsweise in einer Mine Felsen gesprengt werden müssen, dann gibt es immer einen Sprengmeister, oder? Der alles ganz genau beobachtet und das Haus nicht einfach so sprengen lässt, sondern es eine gezielte Sprengung ist. Das heißt, es wird ganz genau darauf geachtet, wie man dieses Haus sprengt. Und man merkt, hier liegt der Unterschied zwischen einer gezielten Sprengung, die geplant ist, wo ein Meister alles ganz genau bis ins Kleinste geplant hat, und hier liegt eine willkürliche Sprengung vor, beispielsweise dadurch, dass eine Gasflasche explodiert ist oder ein Feuer ausgebrochen ist, oder es einen Sturm gegeben hat. Das ist ein großer Unterschied. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns auf, selbst in dieser Zerstörung dieses Universums liegt ein Plan. Selbst das Universum, wenn es zerstört wird, kann nicht einfach so vergehen, ohne dass es einen ganz bestimmten Plan befolgt, den Allah subhanahu wa ta'ala für die Zerstörung des Universums vorgesehen hat. Und dementsprechend, hört einmal, Allah Ta'ala, wenn ich beispielsweise ein Haus jetzt abreißen möchte, womit beginnt man in der Regel, wenn man ein Haus abreißt? Beginnt man mit dem Fundament oder mit den Wänden oder womit beginnt? Habt ihr sicherlich schon mal gesehen, ja, wenn ein Gebäude abgerissen wird. Da gibt es ja diese Gonde oder diese Kugel, ja, und in der Regel beginnt man oben, oder? Man beginnt beim Dach. Weil sonst könnte jemand verletzt werden, sonst könnte das ganze Gebäude in sich zusammenstürzen, Menschen könnten verletzt werden. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala, womit beginnt er? Er beginnt mit dem Dach dieses Universums. إِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ. Wenn der Himmel sich spaltet, von فَطَرَ, spalten, ein Wort, was immer wieder im Koran auch vorkommt. Und dann spricht er immer noch über den Himmel, und zwar einen Teil des Himmels. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. Und wenn die Sterne zerstreut sind. Die Sterne sind momentan was? Sie sind geordnet. Jeder Stern und jeder Himmelskörper befindet sich in einer ganz bestimmten Bahn, die Allah subhanahu wa ta'ala für diesen Himmelskörper vorgesehen hat. Aber jetzt lässt Allah subhanahu wa ta'ala diese Himmelskörper aus der Bahn gleiten. Allah ta'ala ergibt ihnen die Erlaubnis, aus der Bahn herauszukommen.
Und plötzlich habe ich ein Durcheinander, obwohl es vorher was gegeben hat, eine klare Ordnung. Aber auch in diesem Durcheinander ist eine Ordnung, die wir aber nicht erkennen. Also Allah Ta'ala, er beginnt mit dem Himmel und dann beginnt er, die Sterne durcheinander zu geraten. Und intafara ist eigentlich ein Verb von nathara, etwas, was auf dem Boden zerstreut wird. Nathara bedeutet etwas auf dem Boden zerstreuen. Und hier ist ein schöner Übergang vom Himmel zur Erde. Und deswegen sagen einige Gelehrte, dass damit auch gemeint ist, nicht nur, dass die Sterne aus ihrer Bahn geraten, sondern dass wahrscheinlich auch einige Meteoriten auf die Erde fallen werden. Ihr kennt ja diese Filme, wo es um Endzeit geht, wo man dann plötzlich sieht, wie Meteoriten auf die Erde fallen. Wahrscheinlich wird der Mensch das nicht nur am Himmel sehen, dass es plötzlich einen Riss im Himmel gibt, sondern er wird das auch auf dieser Erde bemerken und deswegen das Wort intafarat. Also das, was im Himmel geschieht, wird uns regelrecht auf den Kopf fallen. Und so kommt jetzt dieser Übergang vom Himmel. Allah Ta'ala, er beginnt die Zerstörung im Himmel und zeigt uns auf, ah, das wird sich auf diese Erde auswirken. Und dann kommt jetzt das, was ganz tief in der Erde ist. Jetzt kommen wir zum Fundament. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Und wenn die Meere über die Ufer treten. Hier gibt es verschiedene Interpretationen dafür, was mit dem Wort فُجِّرَتْ gemeint ist. Eine dieser Interpretationen ist, dass die Meere über die Ufer treten. Aber was heißt denn im Arabischen فَجَّرَ? Was bedeutet ein فَجَّرَ im Arabischen? Für diejenigen, die Arabisch können, was heißt ein فَجَّرَ? تَفْجِير, was ist denn ein تَفْجِير? Eine Explosion, etwas explodiert. Und dementsprechend müssen wir davon ausgehen, dass mit Fujirat nicht nur einfach gemeint ist, dass die Meere über die Ufer treten, das ist dann eine Folge dessen, sondern dass es eine regelrechte Explosion am Grund des Meeres geben wird. Und deswegen heißt es ja in der anderen Sura, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Was heißt Sujirat? Die Meere fangen an zu brennen. Wie kann denn ein Meer brennen? Wir wissen, dass es unter der Erde was gibt. Unter der Erde, sogar im Meer, gibt es Vulkane. Es gibt im Meer Vulkane. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass die Lava, die es unter der Erde geben wird, regelrecht hervortreten wird aus der Erde und vielleicht sogar Vulkane ausbrechen werden, sodass es regelrechte Tsunamis geben wird und somit dann das Wasser der Meere über die Ufer treten wird. Und alles zerstören wird. Und jetzt kommt dieser schöne Übergang. Also vom Himmel zur Erde. Und jetzt kommt was? Jetzt kommt der Übergang zum Menschen selbst. Weil Allah Ta'ala, er erzählt uns das ja nicht einfach so, um uns etwas zu erzählen. Es ist nicht nur einfach ein Actionfilm, wo ich mich berieseln lasse und das ganz toll finde, dass es hier so viele Explosionen gibt. Sondern es ist ein Film, der einen Sinn hat, mit dem uns Allah Ta'ala eine Botschaft übermitteln möchte. Und deswegen, es gibt Actionfilme, die einfach nur Action betreiben wollen, oder? Es gibt solche Filme, wo du denkst, du gehst rein, lässt dich berieseln für 2 Stunden, findest du ganz toll, aber hast du gleich im selben Moment wieder vergessen. Ein paar tolle Stunts, ein paar schöne Explosionen, ein paar Autos, die in die Luft gesprengt werden. Und das war's. Und es gibt Actionfilme, die bleiben dir im Gedächtnis. Ja, Filme wie Matrix beispielsweise, erste, zweite, dritte Teil, ja, die blaue Pille und die rote Pille, ja. Das sind so Dinge, die im Gedächtnis hängen bleiben. Ich kann mich noch erinnern, als ich den Film damals gesehen habe, hat mir jemand gesagt, ein alter Freund, ein Konvertit, ich weiß gar nicht, wo er jetzt momentan ist, der lebt, glaube ich, in Indien jetzt momentan, er meinte, komm, lass uns mal den Film Matrix gucken. Ja, da sind wir als Kind, ich war so begeistert gewesen. Ja, das hat mich richtig an das Erkere erinnert, ja. So richtig so eine Botschaft, die die Menschen nicht erkennen wollen. Es waren noch blaue und rote Pille, oder? Ich weiß es gar nicht. Hatten die blau und rot, ja. Das ist wiederum ein Film, wo du das Gefühl hast, hier wird eine Botschaft vermittelt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er uns hier jetzt das erzählt, dann macht er das nicht, weil wir unsere Langeweile irgendwie dadurch dann beseitigen können, sondern Allah Ta'ala, er möchte uns damit eine Botschaft übermitteln. Und was ist diese Botschaft? Jetzt kommt der Übergang zur Botschaft. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. Und wenn die Gräber ausgeräumt werden, was heißt denn بَعْثَرَ? بَعْثَرَ bedeutet, wie die Gelehrten gesagt haben, eine Form von Inqilab, eine Form von Putsch. Was heißt ein Putsch? Was ist denn ein Putsch? Ein Putsch ist etwas, wo etwas von der
vom Fundament, von der Basis an die Spitze gelangt, oder? Es wird geputscht, ja, durch das Militär beispielsweise. Sie putschen den Präsidenten. Das heißt, die Basis, Leute, die nicht die Macht haben oder nur einen Teil der Macht haben, schaffen es, ganz nach oben zu gelangen. Und genau das ist die Grundbedeutung von Ba'thara. Ba'thara bedeutet, dass das, was unten ist, nach oben kommt. Und das, was oben ist, nach unten gelangt. Als würdest du mit einem Spaten die Erde umdrehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er will uns hier was zeigen. An diesem Tag, wo alles zerstört wird, wird es nicht nur zerstört, nein. Sondern es wird zerstört, damit bestimmte Dinge zum Vorschein kommen. Es wird zerstört, damit es jetzt einen Neuanfang gibt. Damit jetzt die Wahrheit ans Licht kommt, welche in der Erde begraben liegt. Damit jeder weiß, was er getan hat in seinem Leben und jetzt zur Rechenschaft gezogen werden soll. Damit jeder jetzt vor Augen hat, was er in seinem Leben getan hat. Jetzt am Tag der Auferstehung, wo die Toten aus der Erde herauskriechen werden, ja regelrecht herauswachsen werden, wie eine Pflanze, die aus der Erde herauswächst, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschrieben hat. Ganz neue Erde, es fängt alles neu an. Du wirst neu geboren. Wie an dem Tag, an dem du von deiner Mutter geboren wurdest, wirst du aus der Erde herauskriechen, nur mit dem Unterschied, dass du ein erwachsener Mensch bist. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was der Grund all dessen ist, diese Einleitung. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Das wird jede Seele, dann wird jede Seele wissen, was sie getan und was sie unterlassen hat. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich noch einen interessanten Vergleich machen mit der Surah, die danach kommt, Surah At-Takwir, die wir noch nicht besprochen haben, und dieser Surah. Und zwar, ich hatte gesagt gehabt, dass Surah At-Takwir der Surah Al-Infitar sehr ähnlich. Wie beginnt Surah At-Takwir? Kennt jemand Surah At-Takwir auswendig? Wie beginnt Surah At-Takwir? Iza shamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat wa iza wa iza. Wie viele Verse iza? Ich sag's euch. Insgesamt sind das 13 Verse und dann kommt genau dasselbe fast wieder. Alimat nafsum ma ahdarat im Vers Nummer 14. Dann wird jede Seele wissen, was sie mitgebracht hat. Hier hast du eine Einleitung mit 13 Versen, wo der jüngste Tag beschrieben wird. Und hier hast du eine Einleitung gerade von 4 Versen. Warum ist dieser Unterschied da? At-Tahir ibn Ashur in seinem Tafsir, At-Tahrir al-Tanwir, er hat sich diese Frage gestellt. Und er hat gesagt, eigentlich hätte man auch hier eine längere Einleitung gebraucht. Nur es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Surat At-Takwir und Surat Al-Infitar, den wir schon am Anfang genannt hatten. Surat Al-Infitar ist eine spätmekkanische Sura. Und Surat At-Takwir ist eine frühmekkanische Sura. Also eine sozusagen, es sind mindestens 72 Suren zwischen Surat At-Takwir und Surat Al-Infitar. Und er sagt etwas sehr, sehr Interessantes. Er sagt, am Anfang der mekkanischen Zeit mussten die Menschen noch stärker aufgerüttelt werden als am Ende der mekkanischen Phase. Und dementsprechend gab es in den ersten Suren eine noch viel ausführlichere Beschreibung des jüngsten Tages. Dass die Menschen wirklich regelrecht noch geschlafen haben und noch unachtsam gewesen, in Raffede gelebt haben, dass diese Menschen gerade am Anfang noch einmal sehr, sehr stark aufgerüttelt werden. Und dann im Laufe der Jahre, mit der Offenbarung des Korans, müsste eigentlich dem Menschen schon klar sein, dass es einen jüngsten Tag gibt. Und viele von ihnen wurden schon konfrontiert mit dem Koran und mit der Botschaft des Islam. Und dementsprechend ist am Ende der mekkanischen Phase nicht mehr eine so ausführliche Einleitung notwendig, wie am Anfang der frühmekkanischen Phase. Ja, salam. Schaut euch mal an, wie der Koran die Menschen regelrecht berücksichtigt hat bei der Offenbarung. Er hat sie immer mitgenommen. Am Anfang brauchtest du etwas Intensiveres. Später nicht mehr ganz so intensiv. Weil es ja schon einiges offenbart wurde. Und das ist unglaublich wichtig in der Da'wah. Ganz wichtig. Wir müssen immer berücksichtigen, mit wem wir es zu tun haben. Haben wir es mit jemandem zu tun, der zum ersten Mal was im Islam hört? Oder haben wir es mit jemandem zu tun, der tagtäglich mit Muslimen zusammen ist? Ist ein gebürtiger Muslim oder ist es kein gebürtiger Muslim?
Hat er sich schon mal beschäftigt und auseinandergesetzt mit dem Islam oder nicht? Kennt er überhaupt Gott oder kennt er nicht Gott? Das heißt, ich muss immer berücksichtigen, wer eigentlich vor mir steht. Und dementsprechend gibt es nicht die Form der Dauer. Es gibt bestimmte Grundregeln bei der Dauer. Aber am Ende muss ich was tun? Ich muss immer berücksichtigen, wer ist eigentlich vor mir. Und seinen Umstand berücksichtigen. Nur dann werde ich erfolgreich sein. Weil das ist die Hikmah, über die Allah Ta'ala spricht in Surat An-Nahl. Und in der Allah Ta'ala uns, zu der uns Allah regelrecht auffordert, indem er sagt, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit auf. Und wie wir schon oft gesagt haben, die Weisheit bedeutet was? وَضُعُ الشَّيْءِ فِي مَكَانِهِ. Dass ich eine Sache an ihre richtige Stelle tue. Und dementsprechend, der Koran hat immer die Menschen berücksichtigt. Und jetzt kommen wir auf genau diesen Vers zu sprechen. Und dieser Vers ist unglaublich wichtig. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. So als würde diese Beschreibung nur dafür da sein, um zu sagen, guck mal, es wird ein Tag kommen, wo jeder Mensch wissen wird, was er vorausgeschickt hat und was er verspätet hat. Was ist jetzt gemeint mit diesem قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ? Sehr, sehr interessant. Und zwar, قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ kann, wie es hier übersetzt wird, bedeuten, was man getan hat und was man unterlassen hat. Von قَدَّمَتْ, ich habe das getan noch in der Dunya, und أَخَّرَتْ, ich habe es so weit hinausgeschoben, dass ich es nicht mehr tun konnte. Und darin liegt ein ganz wichtiger erzieherischer Aspekt. So als würde Allah Ta'ala uns sagen wollen, oh Mensch, wenn du etwas Gutes vorhast, dann schieb das nicht auf. Mach es sofort. Weil der Shaitan, er versucht, dich immer dazu zu bringen, immer wieder dazu zu bringen, dass du etwas aufschiebst. At-Taswif. Und wie die Gelehrten gesagt haben, At-Taswif min al-Shaytan. Morgen werde ich bereuen. Wenn ich heirate, dann werde ich schon mit dem Gebet anfangen. Wenn ich meine Prüfung bestanden habe, dann werde ich spenden. Wenn ich, inshallah, irgendwann einmal dann mein Geschäft aufgebaut habe, dann werde ich die Hajj machen. Aufschieben, immer aufschieben. Obwohl gerade Allah Ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns immer wieder dazu aufgefordert haben, dass wir die Dinge schnell hinter uns bringen sollen. Gerade wenn es um gute Taten geht. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Und wetteifert, beeilt euch. سَابِقُوا. An einer anderen Stelle, Surat al-Hadid. Ja, wetteifert. Ich sollte versuchen, mich immer zu beeilen. خَيْرُ الْبِرِّ عَاجِلُ. Wie es die Gelehrten sagen. Die beste Form von Frömmigkeit ist die, die ich schnell vollziehe. Ich darf es nicht aufschieben. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder die Möglichkeit haben werde, das zu tun. Und ich werde es am jüngsten Tag bereuen, seid euch dessen sicher. Deswegen, jede Seele wird wissen, was sie dann getan hat und was sie unterlassen hat. Wenn ich die Reue unterlassen habe, dann kann ich sie nicht mehr nachholen, es ist vorbei. Ich will zurück in die Dunya, aber es geht nicht. أَنْتَخُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرُّطُ فِي جَنْبِ اللَّهِ. Dass eine Seele sagen wird, oh wehe mir, was für einen Verlust habe ich, ja, dadurch, dass ich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala ausschweifig gewesen bin. Dass ich nicht bereut habe. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ. Oh, die ihr glaubt, spendet von dem, womit wir euch versorgt haben. Bevor ein Tag kommen wird, an dem es weder Handel geben wird, noch Freundschaft, die einem helfen wird, wala shafa'a, noch jemand, der für dich ein Wort einlegen kann. Surat al-Munafiqun, ist das al-Munafiqun oder Jumu'ah? Nee, al-Munafiqun. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم genau لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Oh, die ihr glaubt,
Lasst euch durch euer Vermögen und eure Kinder nicht vom Gedenken an Allah abhalten. Und wer das tut, das sind die Verlierenden. Und dann, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Und spendet von dem, was wir euch gegeben haben, bevor einen von euch der Tod ereilt. Und er sagt, mein Herr, wenn du mir nur Aufschub für eine kurze Frist gewähren würdest, dann würde ich Almosen geben und einer der Rechtschaffenden sein. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. Und nie wird Allah jemandem Aufschub gewähren, wenn seine Frist um ist, und Allah ist dessen wohlkundig, was ihr tut. Und dementsprechend, meine lieben Geschwister im Islam, Allah Ta'ala, er will uns hier aufzeigen, das, was du unterlassen hast, hast du unterlassen, und das, was du getan hast, hast du getan. Die Zeit ist vorüber. Aber eine andere Bedeutung von علمت نفس ما قدمت وأخرت ist, was du am Anfang deines Lebens gemacht hast und was du am Ende deines Lebens getan hast, ob es gute Taten sind oder ob es schlechte Taten sind. Und ebenfalls ganz, ganz wichtig, was Allah subhanahu wa ta'ala uns sagen möchte: Es reicht nicht aus, sich etwas zu wünschen, sondern am Ende kommt es worauf an? Dass du es auch wirklich umgesetzt hast und dass du es auch wirklich getan hast, weil nur das ist es, was es zählt. Es reicht nicht aus zu sagen, ich wollte, ich hatte es vorgehabt. Nein, am Ende zählt das, was du getan hast. Und das muss uns noch einmal bewusst sein. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala hier aufgezeigt hat, was am jüngsten Tag konkret geschehen wird und dass es ein Neubeginn ist, wo der Mensch dann seine Taten vor Augen gehalten bekommt, spricht Allah Ta'ala jetzt den Menschen direkt an. Und welche Ehre liegt darin, dass Allah Ta'ala uns direkt anspricht, jeden einzelnen von uns? Indem er sagt, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O du Mensch, was hat dich hinsichtlich deines ehrwürdigen Herrn betört? Was heißt denn Ghurur? Was bedeutet ein Ghurur? Gharra. Was heißt denn das? Man sieht sich. Hä? Man sieht sich. Man sieht sich, okay. Ghurur ist sozusagen auch ein bisschen Überheblichkeit, Stolz, ja. Was aber noch Ghurur? Was hat noch Ghurur für eine Bedeutung? Wa gharrakum billahi al-gharur. Hä? Die Täuschung, genau. Dass man getäuscht wird. Deswegen nennt man auch Gharar. Was heißt denn Gharar? Gharar ist etwas, was dich täuscht. Was nicht klar ist, nicht deutlich ist. Und dementsprechend, Allah Ta'ala, er spricht jetzt hier den Menschen direkt an. Und er fragt ihn, was hat dich hinsichtlich deines ehrwürdigen Herrn betört, getäuscht? Warum dachtest du, dass du einfach tun und lassen kannst, was du möchtest? Und die Gelehrten haben sich eine wichtige Frage gestellt. Und zwar haben sie sich die Frage gestellt, was ist denn eigentlich mit diesem Vers gemeint? Will uns Allah Ta'ala mit diesem Vers Hoffnung machen? Oder will uns Allah Subhanahu wa Ta'ala viel mehr mit diesem Vers warnen? Und wallahu a'lam, beides wird hier getan. Und deswegen spricht ja auch Allah Ta'ala von Rabbik Al-Karim, ehrwürdig, aber auch gleichzeitig freigebig. So als würde der Mensch, weil er glaubt, Allah Ta'ala ist allvergeben und freigebig, sich dann täuschen und glauben, er könnte tun und lassen, was er möchte. Und genau hier liegt das Problem, dass der Mensch zwei Dinge miteinander verwechselt. Er verwechselt den Raja mit der Umniyya. Was ist der Unterschied zwischen Raja und Umniyya? Was heißt denn Raja auf Deutsch übersetzt? So viel wie Hoffnung, oder? Und Umniyya bedeutet was? Wunsch. Und viele Menschen verwechseln die Umniyya mit dem Raja. Und Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, er hat in seinem Buch Ad-Dawa Ad-Dawa hierüber etwas sehr, sehr Interessantes geschrieben und sehr ausführlich geschrieben, dass viele das verwechseln. Umniyya im Koran ist meistens negativ belegt. Umniyya ist immer etwas,
was nicht mit Taten verbunden ist, wofür ein Beweis und ein Beleg fehlt. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ Entschuldigt. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَ تَهْتَدُوا. Und sie sagten in Surat al-Baqarah, seid Juden und Christen oder Christen, auf dass ihr erfolgreich seid. Und sagt, was sagt jetzt Allah ta'ala? تِلْكَ أَمَنِيُّهُمْ. Dies sind ihre Wünsche. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Sprich, bringt eure Beweise, wenn ihr doch wahrhaftig seid. Und jetzt zeigt uns Allah ta'ala auf, was wirklich zum Erfolg führt. Nämlich nicht einfach eine Behauptung, und viele Muslime machen das heutzutage genauso, sagen, ich bin doch Muslim und dementsprechend bin ich gerettet. Genau wie damals die Christen und die Juden. Genau dasselbe. Und deswegen warnt uns ja Allah ta'ala genau vor diesem Verhalten. Und Allah zeigt uns auf, was wirklich zur Rettung führt. Bala man aslama wajhahu lillah. Wa huwa muhsinun. فَلَهُ أَجُرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. Doch wer sein Antlitz zu Allah wendet und gut handelt, der erhält seinen Lohn bei seinem Herrn. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, noch wird Angst ihn überkommen, وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ, noch wird er traurig sein. Es kommt also darauf an, was ich tue und nicht, was ich behaupte. Und es gibt, wie gesagt, viele Menschen, die einfach nur Wünsche haben, aber nichts dafür tun. Und sagen, ja, Allah ist doch Karim, er wird mir schon vergeben. Und deswegen gerade Menschen, die am wenigsten machen, die sagen immer, ja, ja, Allah wird schon vergeben. Und interessant ist, dass gerade Menschen, die viel tun, immer die Befürchtung haben, dass Allah ta'ala nicht von ihnen annehmen könnte. Und deswegen sagt ja auch unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam über den Vers, als Aisha radiallahu anha ihn fragte über Surat al-Mu'minun, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Und diejenigen, die geben, was sie geben und ihre Herzen sind mit Angst erfüllt, dass sie zu ihrem Herrn zurückkehren. Und Aisha fragte, oh Gesandter Allahs, sind damit jene gemeint, die Sinner begehen und die stehlen und große Sünden begehen? Woraufhin er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, la yabnat as-siddiq, nein, o Tochter des Wahrhaftigen, innama humul ladhina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Das sind jene, und zwar nur jene, welche fasten, beten, spenden, aber Angst haben, Allah subhanahu wa ta'ala könnte von ihnen nicht annehmen. Und da sehen wir den Unterschied zwischen, was? Zwischen Ar-Raja und zwischen Al-Umniyya. Aber wichtigst in diesem Zusammenhang, was? Dass Allah Ta'ala aufzeigt, wer wirklich die Barmherzigkeit Allahs sich erhofft. Das sind jene, welche etwas tun, welche handeln. Und das ist der große Unterschied zwischen Ar-Raja und Al-Umniyya. Und interessant ist auch in diesem Vers, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala uns im Grunde genommen auch aufzeigt, innalladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Diejenigen, ja, die glauben und auswandern und sich anstrengen auf dem Wege Allahs, das sind jene welche die Barmherzigkeit Allahs erhoffen. Jemand, der etwas tut, aber nicht für die ganze Zeit sagt, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, das reicht nicht aus. Da hast du dich getäuscht in deinem Herrn. Es kann nicht sein, dass du Unrecht tust, dass du Sünden begehst und dann sagst, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Natürlich hoffen wir immer auf die Barmherzigkeit Allahs. Aber du musst auch zeigen, dass du es ernst meinst. Dass du dich verändern möchtest. Und dementsprechend hast du dich getäuscht. Und etwas sehr, sehr Interessantes ist hier, und Salman al-Uda, er hat diesen, ist ein Gelehrter, der gerade, soweit ich weiß, auch im Gefängnis ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala es ihm leicht machen. Ist schon wieder raus? Allahu A'lam, weiß ich nicht, ob er schon draußen ist oder nicht. Aber er war zumindest jetzt eine Zeit lang im Gefängnis gewesen. Und zwar, er hat einen schönen, eine schöne Tafsir-Reihe, die sehr, sehr wirklich nützlich ist. Und er stellt sich genau diese Frage. Ja? Was ist eigentlich das, was den Menschen dazu bringt, die Gebote Allahs zu befolgen? Und er sagt, aus diesem Vers geht eigentlich hervor, dass das, was dich dazu bringt, die Gebote Allahs zu befolgen, der Haya, das heißt die Scham gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, das Schamgefühl,
Ja? Und nicht nur einfach die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, sondern wirklich, dass ich mich vor meinem Schöpfer schäme. Und dementsprechend kommt jetzt etwas sehr, sehr Interessantes in dieser Sura. Nämlich Allah ta'ala, er spricht noch einmal über die kiramen katibin. Über die edlen Schreiber unter den Engeln. So als würde er nochmal sagen, du bist nicht allein. Es ist immer jemand an deiner Seite, der dich beobachtet, der dich sieht. Und dementsprechend solltest du dich schämen. Ja, ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Was hat dich getäuscht in deinem Herrn? Und jetzt noch einmal, warum? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, der dich erschuf und dich dann ebenmäßig geformt und in einer geraden Gestalt gemacht hat. Allah Ta'ala erinnert uns auch einmal an die Gnaden uns gegenüber. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. In solchem Bild, was das er immer wollte, hat er dich zusammengesetzt. Das sind Verse, über die man sehr, sehr ausführlich sprechen könnte. Aber wir schaffen es zeitlich einfach nicht. Und es geht uns, wie gesagt, um die Struktur dieser Sura. Aber Allah subhanahu wa ta'ala erinnert uns noch einmal daran, ja, wie er uns erschaffen hat. Und dass er uns in einer schönsten und besten Gestalt erschaffen hat. Und dass es unsere Aufgabe eigentlich nur ist, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen und dankbar zu sein. Und jetzt geht Allah subhanahu wa ta'ala über zu ganz konkret denjenigen, welche den jüngsten Tag leugnen. Kalla bal tukadhibuna bid-din. Seht aber, wie ihr das Gericht leugnet. Wa inna alaykum lahafidhin. Und euch und über euch sind wahrlich Hüter. Kiraman katibin. Edle Schreibende. Ya'lamuna ma taf'alun. Die wissen, was ihr tut. Diese Eigenschaften, die Allah Ta'ala erwähnt, von diesen Engeln, die bei uns sind, sind vier Eigenschaften. Lass uns diese Eigenschaften nochmal anschauen. Und zwar Hafizin, Hüter, Kiram, Edel, Katibin, Schreiber, Ya'lamuna ma taf'alun, wahrlich, die wissen, was ihr tut. Vier Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala für diese Engel erwähnt. Und interessant ist, und das sagt At-Tahir ibn Ashur auch in seinem Tafsir, Tahrir al-Tanwir, dass diese Eigenschaften eigentlich auf jeden zu übertragen sind, der eine Verantwortung übernimmt. Erstens sollte es eine Person sein, welche ein Hüter ist. Das heißt, ein Hüter für die Aufgabe, die er übernommen hat. Zweitens, dass es sich um jemanden handelt, der edel ist in seinem Charakter. Also ich muss mich auch in meinem Charakter entwickeln. Weil ich eine Verantwortung trage, muss ich mich noch viel eher entwickeln als jemand, der keine Verantwortung trägt. Katibin. Ich muss jemand sein auch, der Rechenschaft gegenüber seinem Herrn, also derjenige, der ihn damit beauftragt, ablegen kann und ihm Bericht erstatten kann. Und dann, ganz wichtig, ya'lamuna ma taf'alun, die wissen, was ihr tut. Ich muss auch jemand sein, der das nötige Wissen und die nötige Kompetenz hat. Ich fand das sehr, sehr interessant, ja, wie er diesen Vergleich gezogen hat. Aber wichtig ist erst einmal, was uns betrifft, und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns sagen möchte, wir haben die ganze Zeit an unserer Seite Engel, welche alles aufbewahren werden. Aber gleichzeitig macht uns Allah Hoffnung. Und zwar, diese Engel sind nicht nur da, damit sie alles niederschreiben, was wir tun. Und die wissen nicht nur, was wir tun und was wir denken und was wir sagen, sondern es sind auch gleichzeitig Engel, die dazu da sind, um uns zu hüten. Also sie sind auch gleichzeitig für uns da. Es ist auch gleichzeitig eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir diese Hafawa, das heißt diese Hüter unter den Engeln, immer an unserer Seite haben. Auf der einen Seite haben sie die Aufgabe, das niederzuschreiben, was wir tun, aber auf der anderen Seite sind es auch Engel, die uns behüten und die uns beschützen. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala dies jetzt gesagt hat, damit sich derjenige, der ein bisschen Schamgefühl hat, dann auch schämt, etwas Falsches zu tun, spricht jetzt Allah subhanahu wa ta'ala über den Ausgang der Menschen. Und er beginnt mit den sogenannten Abrar. Innal Abrar lafi na'im. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. Wahrlich, die Rechtschaffenen werden in der Wonne sein und wahrlich, die Unverschämten werden in Jahim sein, das heißt im Feuer sein. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. Sie werden dort brennen am Tage des Gerichts. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. Und sie werden nicht imstande sein, daraus zu entrinnen.
Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala auch immer wieder an anderen Stellen dann bestätigt, indem er uns nämlich aufzeigt, dass sie dort ewig verweilen werden, ganz unabhängig davon, ob es die Paradiesbewohner oder die Höllenbewohner sind. Aber in diesem Zusammenhang betont Allah subhanahu wa ta'ala noch einmal die Strafe, um den Menschen das auch nochmal klar zu machen. Und Allah ta'ala, er sagt hier an anderer Stelle im Koran folgendes: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Und diejenigen, die in der Hölle sind, sie werden zu den Wächtern von Jahannam sagen: Bittet euren Herrn, damit er uns an einem einzigen Tag nur etwas weniger Strafe gibt und uns die Strafe erleichtert. قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. Es wird zu ihnen gesagt, sind nicht zu euch die Gesandten mit den klaren Zeichen gekommen? قَالُوا بَلَا. Sie sagten doch. قَالُوا فَدْعُوا. Woraufhin die Engel antworten werden, die Wächter von Jahannam: Bittet so viel ihr wollt und ruft so viel ihr wollt. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Aber der Ruf der Kafirin ist nur im Irrtum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Wir dürfen nicht vergessen, diese Sura ist relativ spät in Mekka offenbart worden. Das heißt, die Mekkaner haben jetzt schon sehr, sehr oft diese Botschaft gehört. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er will sie an dieser Stelle noch einmal wirklich warnen, dass wenn sie diesen Weg weitergehen, dass es dann genau dazu kommen wird, was Allah subhanahu wa ta'ala hier beschrieben hat, und dass es keinen Ausweg geben wird. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er stellt eine rhetorische Frage: Und was lehrt dich oder was lässt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist? Und wiederum, was lehrt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist? Zweimal wird diese Frage wiederholt. Damit auch nochmal jedem klar wird, dass es sich um einen gewaltigen Tag handelt. Und jetzt spricht Allah subhanahu wa ta'ala über diesen Tag: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ لِلَّهِ. An jenem Tag wird keine Seele etwas für eine andere Seele zu tun vermögen, und der Befehl an jenem Tag steht einzig Allah zu. Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte uns hier noch einmal aufzeigen, dass es an diesem Tag kein Entrinnen gibt und dass niemand einem anderen Menschen in solch einer Situation helfen kann, sondern jeder Mensch ganz alleine für seine Taten verantwortlich ist und Rechenschaft ablegen muss, ganz alleine. Niemand wird an deiner Seite stehen. Ganz alleine wirst du dies tun müssen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben an jenem Tag, ya Rabbil Alamin. An dieser Stelle, inshallah ta'ala, sind wir fertig mit Surat al-Infitar. Ein Überblick über diese Sura, wie sie eingeteilt ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala hier versucht, den Menschen noch einmal, gerade in Mekka, den Menschen noch einmal wirklich aufzurütteln und aufzuzeigen: Wenn er weiterhin darauf beharrt, auf seinem Unglauben, dann wird er genau dies zu erwarten haben, was Allah subhanahu wa ta'ala hier offenbart hat, und es wird ihm niemand zu Hilfe kommen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis-sabr.